Guten Morgen, meine Lieben. Willkommen in der Sydney Balance Hut, auch Fryett Hut genannt. Unserem Outdoor-Domizil für die nächsten Tage. Eine luxuriöse Hütte in besonderer Umgebung mit vielleicht etwas niedriger Tür. Aber mit kompletter Ausstattung, kleinem Vorraum, Holz für den Kamin. Und dann darf ich euch mal in den Wohn- und Schlafraum bitten. Hier seht ihr die geräumigen Doppelbetten. Ihr müsst allerdings daran denken, dass ihr eure Schlafsäcke selber mitbringt. Bettwäsche wird nicht gestellt. Ihr könnt auch noch ein paar Freunde mitbringen. Die Hütte hat Platz genug, zumindest Schlafplätze genug für 12 Personen. Hier seht ihr die schöne Küche. Edelstahl. Beste kanadische Herstellerqualität. Große Töpfe, um auch mal eine ordentliche Gulaschsuppe zu machen, nachdem es anstrengend war draußen in den Bergen. Durchdachte Details wie Handtuchaufhänger, ein schöner kleiner Ofen, sodass man sich hier abends auch mal muschelig machen kann. Denn ich sag's euch, nachts wird's kalt. Und dann hier setzen wir uns zum Essen hin. Und hier ist natürlich auch die Fernsehecke. Ich möchte euch mal bitten, diesen Platz einzunehmen. Setzt euch mal hier hin und genießt einfach den Blick nach draußen. Ja. Wo gehst du denn jetzt hin eigentlich? Ich gehe jetzt ins Badezimmer. Ins Guck. Wasser läuft schon rein. Ich habe meine Zahnbürste und mein Handtuch. Und werde mir jetzt Zähne putzen und mitwaschen. Und das ist die Wellnessabteilung der Fryett Hut. Mit Wasserspielen und Infinity Pool. Badetemperatur leider 6 Grad. Hey Dirk, wo kommst du denn her? Aus der Hütte. Jetzt, dieser Anstieg führt mich zu einem ganz besonderen Ort, nämlich zum stillen Örtchen. Ja, so ein kleines Stückchen und den Leuten mal zeigen, wie schön es hier ist und wo man hier so durchgehen muss. Ja. Kleine geschwundene Pfade, auf denen man lauter spricht als normal. Ja. Die Gründe kennen wir ja mittlerweile. Ich muss trotzdem noch mal nach unten gucken, denn hier viel Wurzelwerk. Das ist der Weg, den wir gekommen sind. Leider wurde Dirk ziemlich von Mücken geplagt, daher heißt es schnell ins Auto. Ich schwenke mal rum. Schöner Parkplatz, nur ein bisschen weit entfernt, nämlich 24 Kilometer.